Da gibt es doch bestimmt noch einige Gimmicks. Die wesentlichen Bedienelemente ist einmal der Fahrtrichtungsanzeiger, wo ich nach vorwärts und nach rückwärts die Richtung des Fahrzeugs stellen kann. Dann habe ich zum Zweiten den Fahrbremshebel, wo ich beschleunigen kann bzw. bremsen kann. Und als Sicherheitseinrichtung parallel nochmal der Bremshebel. Ich könnte normalerweise auch bremsen über den Fahrbremshebel, habe aber nochmal eine zusätzliche Möglichkeit, über die pneumatische Bremse den Zug auf jeden Fall sicher zum Stehen zu bekommen. Also hier von den Bedienelementen habe ich die Bedienelemente, die für den Betrieb des Fahrzeugs relevant sind. Ich kann hier die Türen links und rechts freigeben, dass der Fahrgast die Tür öffnen kann, kann die Türen dann wieder schließen, kann über verschiedene Überwachungselemente die Zugsicherung steuern, dass ich über das Wachsamsignal der Zugsicherung signalisiere. Ich habe das Signal oder das Vorsignal gesehen. Wenn der Zugführer die Quittierung hier nicht macht, gibt es eine automatische Vollbremsung des Zuges, dass der Zug auf jeden Fall sicher ist für den Fahrgast.